Das war Mario Kart für heute und jetzt starten wir direkt rein in die Discord-Memes. Gucken wir mal, was ihr fleißig hochgeladen habt. Wenn du im Sammelstopp bestellst, aber keinen Umschlag bekommst. The first order was only the beginning. The first order. Strong. Das war stark. Was wollte ich gerade sagen? Ah, vergessen, was ich sagen wollte. Perfekt. Gut, weiter geht's. You want me. I want you, baby. Warum habe ich das verstanden, dass das auf so einen TikTok-Song bezogen war? Warum habe ich das verstanden? Was Mark sagt? Auf smart. Was Mark dabei denkt. sehr schön. Wow, how did you get like that? Every time I lose a Mario Kart, I do one push-up. Sie. Ja, komm schon! Nein, du bist doch vor mir. Echt? Ich bin letzter. Wirklich? Glückwunsch. Hab ich gewonnen? Bist du noch da? Ich bin noch da. Das fühlt sich gerade genauso an, wie die ganzen Riffle-Fan-Memes zu gucken, als ich den Riffle-Fan schon konnte. Genau so fühlt sich das gerade an. Wenn Matti vom Training kommt und Fabian Magic trifft. Oh, soll ich den denn boxen? Ich hab nichts gegen Fabian. Hi, der den Riffle-Fan im Prestige-Trailer machen will. I'm inevitable. I am Mattiat. Matti, der ihn lehrt und im Prestige-Trailer macht. Aber da waren wir doch gar nicht gegeneinander gestellt. Verstehe ich überhaupt nicht an der Stelle. So, Corporate needs to define. Das ist wirklich der Unterschied zwischen Luxemburg und Niederlande. Und das soll ich erkennen. Perfekt. Jede Summon Edition be like PayPal? Tot. Strong. Sehr schönes Meme. 11 von 10, Bruno. 11 von 10. Schönes Meme. Du erhältst von mir ein Luel. So. Jeder in der Klasse. Wahrscheinlich kann jeder Klavier spielen, der immer alles besser kann. Ach so. Ja klar. Wenn Miles Mattis Karte errät. Glaubt ihr daran? Ja, das war tatsächlich nicht fake. Das war wirklich real. Aber können wir euch halt nicht beweisen. Deswegen war ich ja in dem Moment schon so traurig. Toll. Die Leute werden es einfach nicht abkaufen. Wir können es halt nicht beweisen. Wenn Matti dieses Video sieht, denkt er sich auch nur so, er ist doch noch zu sehen auf meinem Aschipopo-Kanal. Daher hat er das. Dankeschön, Hot Official, für 5 verschenkte Subs. Bruder, du bist einfach der Allerechte. Das weiß ich echt zu schätzen. Wirklich. Wenn... Kann ich einfach nicht lesen ohne Brille. Leute, die 3 Stunden nach dem Summon ausverkauft ist, realisieren, dass sie kein Deck gekauft haben. Immer so. Matti, High Five geben, gekrault werden. Pino? Ja klar, normal. Welcher Hund denn nicht? Everywhere I go, I see his face. Der Fipsinator. Neue Matti-Memes kommen online. Ich und meine Freunde, die Memes am Wochenende betrunken anschauen. PS, bin selber gerade betrunken, während ich das Meme erstelle. Ja, das sieht man. Wenn man mit Freunden... Weißt du, immer diese viel zu langen Captions einfach. Wenn man mit Freunden unterwegs war, vielleicht etwas zu viel getrunken hat und man am nächsten Tag mit den Freunden eher Erinnerungen und Bilder der letzten Nacht durchgeht. Ich und meine Freundin Bilder und Erinnerungen der letzten Nacht. Finde ich ja schön, dass dieses Meme, also dieses Bild jetzt hier als Meme-Template benutzt wird. Finde ich ja witzig. Wie viele Elemente? Ian, Blizzard, Firestorm, Prestige. Aber warum ist denn Prestige Luft? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oh, mein Arsch ist ein bisschen platt gesessen jetzt, ne? Okay, to warm your head, to warm your feet, to warm your hands, to warm your heart. Somnium Cards. Dreaming is creating. Lizenz, ne? Ich sehe einfach nur dieses Template und Lizenz und muss schon lachen. Lizenz, nachdem es Somnium komplett auseinandergenommen hat. Und noch etwas, Baby. Das Hühnchen war zu trocken. Staub trocken. Filmmore oder so. Keine Ahnung, schau mal die Streams nicht. Heute wieder gute Memes, Freunde. Ich freue mich gerade wirklich drüber. Die letzten 2-3 Male waren wirklich etwas weniger starke Memes am Start. Jetzt wieder richtig gut. Genau deswegen habe ich euch eine Pause gegönnt und länger nicht drauf reagiert, weil ich wusste, wenn ich euch Pause gönne, dann werden die wieder besser. SpongeBob-Unterhose oder so, keine Ahnung, ich schaue die Vlogs nicht. Aber das ist doch wirklich eine SpongeBob-Unterhose. Das ist jetzt wieder eine falsche Anwendung des Meme-Templates, weil... Oha, dankeschön, Farbgear, für 5 verschenkte Subs. Kuss, danke, Mann, wirklich, danke, danke, danke. Na, bei dem Meme-Template geht es darum, dass du ein Teekesselchen nimmst und das Wort extra in der anderen Bedeutung falsch verstehst und davon ein Bild zeigst. Aber es geht ja hier wirklich um die SpongeBob-Unterhose, deswegen... Falsches Meme. Beißt er? Nein, aber er kann auf andere Arten wehtun. Matti streamt nicht. Heute um 20.20 Uhr. Ja, sorry, heute ging es eine halbe Stunde später los. Aber dafür streame ich auch eine halbe Stunde länger. Also, wir verlieren keine Zeit. Freundin geht auf oder so. Keine Ahnung, schau, Matti streamt nicht. Och, Leute, das war so ein dummer Versprecher, ne? Ab seit Samstag eine Freundin. Ulala, herzlichen Glückwunsch. Freut mich doch zu hören. Am Samstag hat meine Freundin Schluss gemacht. Oh mein Gott, der ewige Kreis. Ey, das tut mir voll leid, Mann. Wirklich, es tut mir sehr, sehr, sehr leid. Und ich hoffe, es wird dir da ganz schnell wieder mit gut gehen. Kopf hoch, lass den Kopf nicht hängen, ja? Das Leben geht weiter, mein Freund. Leben geht weiter, nur ohne Freundin. Just kidding. Nicht unbedingt, ne?
Wo eine Tür sich schließt, geht immer auch eine neue Freundin auf. Mann! Danke, Nick Nolte, für 6 Monate. Also ich kann jetzt an der Stelle den Stream auch einfach beenden, würde ich mal behaupten, oder? Oh mein Gott. Warum lachst du? Gar nichts. Alles gut, alles gut. Ich lache einfach random, weil ich glücklich bin, deshalb. Und ich merke gerade, ich muss mich wieder rasieren hier. Guck mal, viel zu viel wieder am Hals, das geht gar nicht. Das fühle ich weniger. Das war so ein dummer Versprecher. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine Freundin oder so. Ich sehe immer die Streams nicht. Mann! Hättest du hier nicht einfach Bilder von volljährigen Frauen nehmen können? Musst du da Kinder platzieren? Und auf der Note beenden wir jetzt die Meme-Runde. Ah ja, dankeschön. Marlon, das Mario Kart Meme. Matti, are you challenging me? Aber ich muss ja sagen, wann war das? Ich glaube 2019, ne? Als dieses Shaggy-Meme im Hype war. Das fand ich ja verdammt lustig, ne? Das habe ich sehr gefühlt, diese ganzen Shaggy-Memes. Thanos, Shaggy auf 0,1% Power. Fand ich gut. Okay, Freunde, das war auch die Meme-Runde für heute. Waren jetzt nicht sehr, sehr viele, aber dafür sehr, sehr starke Memes. Dankeschön dafür, dass ihr endlich mal wieder stärkere Memes eingesendet habt. Danke dafür, das weiß ich echt zu schätzen. Jetzt brauche ich aber erstmal hier wieder... meine Sonnenbrille, weil sonst erblinde ich ja hier im Weltall, ne? Das geht ja gar nicht, Freunde. Das geht gar nicht. Das wollen wir natürlich verhindern. Perfekt. Einfach viel zu laut wahrscheinlich die Musik. Dennis, ich heul gleich. Lädt schon wieder. Bei mir ist eine Lampe ausgefallen gerade tatsächlich.